Hello. Genau dieses Feature schauen wir uns heute einfach mal genauer an. Windows Hello ist ein Authentifizierungsfeature, mit dem man sich zum Beispiel am Rechner authentifizieren kann oder halt an gewissen Services, Diensten, die das halt unterstützen. Und man kann sich da halt mit einem Fingerabdruck authentifizieren oder sogar mit der Kamera, mit einer Gesichtserkennung, sagen wir es mal so. Und da gibt es halt auch zertifizierte Kameras, zertifizierte Gerätschaften, die das halt dann auch unterstützen. Hier ein Fingerabdruckscanner, den habe ich mir gekauft auf Amazon für 30 Euro und das werden wir heute einfach mal gemeinsam austesten und ich bin wirklich gespannt. Der Hersteller selber hat angegeben Facebook Authentication und so weiter und so fort und ich bin wirklich gespannt, wie das funktionieren soll, ob es dann nur mit diesen Windows 10 Apps funktioniert oder auch mit dieser Browser-Anwendung, ich habe keine Ahnung. Das Ding hat natürlich auch ein paar Features, 360-Grad-Touch, sprich egal wie ihr euren Finger positioniert, soll er das wohl irgendwie erkennen können, Multifingers, verschiedene Finger, verschiedene Personen, Instant Match, soll sofort wohl erkennen und sofort authentifizieren und so weiter und so fort, Smart Learning, das heißt der entwickelt sich immer weiter, bla bla bla, ist ja Marketing-Quatsch letztendlich. So, das Ding wiegt 5 Gramm, Dimension 20,6 auf 14 und 8 mm USB 2 Interface, Support Windows 10 32, 64 Bits. Selbstverständlich tun wir das Teil aber erstmal unboxen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. So schaut der USB-Stick aus, qualitativ so lala. Hauptsache er tut, ne? So, wir stöpseln das mal ein. So, Gerät wird eingerichtet. Okay, dann schauen wir mal, wo haben wir das Gerät? Audio, Wireless. Ach, Wireless. Weitere Gerätschaften. Okay, da ist mein Smart Card wieder. Prevo SSD. Sag mal, wo ist denn das jetzt? Okay, dann gehen wir mal als nächstes in die Einstellungen rein. Und zwar müssen wir hier irgendwo auf Konten war es, glaube ich. Und dann Anmeldeoptionen, genau. Dann gibt es hier noch Windows Hello. Und dann sagt er hier schon, Windows Hello ist auf diesem Gerät nicht verfügbar. So, ja gut, wir gehen mal in die Gerätemanager-Einstellung, mal gucken, wie es da jetzt ausschaut. Also, es hätte eigentlich klappen müssen, weil das Teil ist ja laut dem Hersteller ja auch verifiziert. Aha, da ist es auch noch, ja. Also, das heißt, der Treiber, der ist noch nicht installiert, sagt aber erfolgreich bla bla bla. Ist aber Quatsch, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie auf die Webseite kommen. Mal schauen. Benztech.com. Benztech.com, dann schauen wir mal. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Support. Das sieht schon mal klasse aus. Wir gehen mal hier auf Download. Und dann haben wir ein Windows Device Accessoire. Und dann laden wir hier mal die Treiber runter. So, hier haben wir jetzt die Treiber. Die habe ich jetzt schon entpackt. Mal gucken, 64-Bit. Also es liegen anscheinend nur die Treiber bei, kein Setup oder sowas. Das heißt, wir kopieren uns hier den Pfad. Und dann sagen wir hier bei dem Gerät, Goodfix Fingerprint Device, Treiber aktualisieren auf den Computer. Und dann füllen wir jetzt hier einfach mal den Pfad ein. Treiber, okay, Treiber wurden von Windows 10 installiert. Okay, jetzt wird es auch hier angezeigt unter biometrische Geräte. So, das heißt, jetzt sollte es eigentlich verfügbar sein. Wir gehen jetzt hier nochmal in den Einstellungen raus und gehen nochmal rein. Ah ja, und jetzt steht uns hier das Ganze auch bereit. Jetzt können wir hier mal auf Einrichten klicken. Willkommen bei Windows Hello, bla 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 bla. Los geht's, okay. Okay, jetzt muss ich hier meine PIN eingeben. So, und dann... Das erinnert mich so ein bisschen an Siri. Ja, okay.
fertig. Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, wenn das Gerät das nächste Mal entsperren möchten. So, jetzt will ich mal einen weiteren Finger hinzufügen, und zwar von meiner linken Hand. So, falls ihr euch jetzt fragt, wieso gibt er jetzt immer wieder eine PIN ein, die PIN habe ich irgendwann mal eingerichtet gehabt. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau. Wahrscheinlich werdet ihr nach dem Passwort dann gefragt oder halt nicht, falls ihr kein Passwort habt. Jedenfalls könnt ihr jetzt ein komplexes Passwort hinterlegen mit Zahlen, Sonderzeichen und so weiter und so fort. Und ihr müsstet das eigentlich nicht mehr eingeben, das heißt nur noch Finger drauf drücken und dann soll es funktionieren. Das testen wir jetzt mal. Hm? So, wir sagen jetzt hier einfach mal Steuerung entfernen und sagen jetzt hier einfach mal sperren. So, jetzt haben wir diese Geschichte hier. Und jetzt schauen wir mal. Geil. So, jetzt legen wir einfach mal einen anderen Finger auf. Okay, der Fingerabdruck wurde nicht erkannt. Und jetzt sagt er, Ihre PIN ist für die Anmeldung erforderlich. Also das heißt, ich kann jetzt hier mit meinen eingescannten Fingern jetzt gar nicht mehr mich einloggen. Ist ja auch okay. Ja. Sicherheitsfeature halt. Also wirklich ein sehr nettes, geiles Feature. Ihr bekommt dadurch mehr Sicherheit. Ihr könnt ein komplexes Passwort hinterlegen. Ihr müsst es euch nicht merken. Finger drauflegen, ging wirklich blitzschnell und ihr wart eingeloggt. Ziemlich geil. Es geht noch sicherer als mit einem Fingerabdruck, und zwar mit solchen Gesichtserkennungskameras. IR-Tiefenkamera, und die funktioniert im Prinzip so: Die Kamera erfasst durch Infrarot die Tiefen eurer Gesichtszüge, sage ich jetzt mal so doof, erfasst euer Gesicht in 3D und hinterlegt es halt im System. Das heißt, ihr könnt nicht irgendeine x-beliebige Kamera verwenden. Es war ja damals möglich, sich per Webcam zu authentifizieren. Kommt man allerdings sehr schnell über Listen, indem man einfach ein Foto hingehalten hat. Das funktioniert hier halt nicht, weil er die Tiefe des Gesichtes nicht erkennen kann auf einem Foto. Sehr geil, kostet 75 Euro. Ihr habt dadurch noch mehr Sicherheit. Aber wer ein bisschen Sicherheit haben möchte, wenig Geld ausgeben möchte, ist mit 30 Euro sehr gut dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich denke, das war es erstmal vom Video her. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Teilchen, einfach mal unten in die Kommentare da lassen. Und ihr seht auch schon, bis zu 10 Fingerabdrücke können wir hier auf ein Konto hinterlegen. Cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach abonnieren. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.